ist irre, wie viele Games jedes Jahr publiziert werden. Es sind so viele Games, bei denen wir viel zu viele Glückshormone ausschütten, sodass wir sogar einige Games, also wirklich ältere Games, sogar dabei vergessen. Daher gibt es dieses Mal Games, die vergessen worden sind. Und bitte schnallt euch wirklich an, es sind nur ein paar und ich wette, ich habe einige vergessen. Damals, als Jet Force Gemini erschienen ist, waren Spieler vollkommen verblüfft über die Möglichkeiten in diesem Spiel. Die Geschichte spielt in einem unbekannten Teil unserer menschlichen Galaxis. Der böse Unterdrücker Miza erobert unaufhörlich die Planeten und ein Krieg steht quasi bevor. Spielfigur ist Juno, den man anfangs auch direkt nutzen kann. Ihr könnt aber auch zwei andere Charaktere auswählen. Das wäre einmal Lupus, ein abnormal süßer Hund mit einem fetten Blaster auf dem Rücken, und Vela, die Schwester von Juno. Dieses Game war ursprünglich so bekannt, dass es überall in Walmart als Testgame immer zur Verfügung stand. Die Leute waren verrückt danach, haben sich angestellt und aber dennoch irgendwie heutzutage voll in Vergessenheit geraten. Als spielbarer Charakter wurde Wario 1992 der Oberschurke und Endgegner im Gameboy-Spiele auf jeden Fall deklariert. Ja, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch. Das letzte Wario-Spiel erschien 2013 und ist bislang nicht einmal mehr erschienen. Nicht mal die Rede war davon irgendwie wert. Klar, sind das jetzt auch nicht so viele Jahre, aber schauen wir uns doch mal was anderes an. Der übergewichtige, wenngleich sogar muskulöse und rotnasige Anti-Held ist nichts anderes geworden, außer ein Erkennungssymbol. Er bleibt zwar in Erinnerung, wenn man ihn sieht, wurde aber definitiv vergessen. Dabei waren die Games total geil gemacht. Die Spiele wurden sogar recht gut verkauft. Ein Wario-Game für die Nintendo Switch wäre hier mal auf jeden Fall angebracht, oder was meint ihr? Dieses Game gehört ganz klar zu den Klassikern, die definitiv noch jeder kennen sollte, aber auch vergessen worden ist. Das seitens der Entwickler und auch bei vielen Spielern. Ich frage mich, wie sowas zustande gekommen ist. Banjo-Kazooie war nicht nur ein erfolgreiches Videospiel für das Nintendo 64, sondern war abgefahren, was das Gameplay angeht. Die Story war ebenfalls ziemlich gut durchdacht. Die Hexe Gruntilda entführt Banjos kleine Schwester Tutti, um deren Schönheit auf sich selbst zu übertragen. Banjo und Kazooie erfahren von dem Maulwurf Botless, von der Entführung und machen sich auf den Weg durch Gruntildas Reich, eine riesige Höhle, um Tutti zu retten. Und das geht dann quasi weiter. Mit all den Fähigkeiten, Skills, die man hat, ist das einfach nur ein grandioses Game. Ein Spiel, dessen Gesicht wir gerne nochmal heutzutage sehen wollen würden. Vielleicht ein Remastered oder was auch immer. Die Mechanik zwischen Banjo und Kazooie war einfach nur hammergeil. We'll be right back.
Von Legacy of Kain gibt es mehrere Games, die nach und nach erschienen sind. Das Spiel von Crystal Dynamics hat bei vielen sehr lange für Spannung und Abenteuer gesorgt. And so I returned to the sanctuary of my enemy, the fortress of the Sarathan Brotherhood, deemed impossible for any man to penetrate. Ihr konntet im Game den fiktiven Charakter Raziel steuern, der ein Vampir ist. Er wurde in Nosgoth als Mensch geboren und schloss sich den Sarathan an, einer Truppe bestehend aus Vampirjägern. Schnell entwickelte er sich zu einem der führenden Richter und sein Aussehen ist für viele Leute draußen bekannt. How many eons can you bear to languish here? The wheel of fate must turn. Bläuliche Haut, leuchtende Augen, sehnt sich nach Seelen und nicht nach Blut und führt sogar ein unnormal geiles Schwert mit sich. Es ist erstaunlich, wie dieses Game in Vergessenheit geraten worden ist. Clearly my escape had not been anticipated, or my benevolent master would not have expended such efforts to prevent me from going. And if my departure displeased him, then that was a victory, however small, for me. Yep, dieser Alien wird wohl für viele unbekannt sein. Abe ist ein Charakter aus dem Videospiel Oddworld Abe's Odyssey. Es ist ein Jump-and-Run-Game von den Amerikanern entwickelt. Abe versucht aus seiner Gefangenschaft in einer Fleischfabrik zu entfliehen und sein versklavtes Volk zu befreien. Man weiß nicht, wer oder was damit gemeint war, ob das irgendwelche politischen Zwecke zu der Zeit hatte. Was macht ihn und das Game aber so besonders? Er kann furzen, richtig hässlich dabei aussehen und das Game wurde auch ziemlich gut sogar verkauft. Und irgendwann ist dann dieses Game aber auch in Vergessenheit geraten. Oder sagt euch dieser Furzknoten etwas? Das ist schade und vielleicht wäre auch ein Open World Game mit Abe in einer fiktiven Welt richtig geil gewesen. Now my chant had power. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, a symbol of freedom and vitality. Wenn es um Banden, Mafia und Detektiven geht, dann seid ihr hier genau richtig. Es ist nicht mal lange her, vielleicht 6 bis 7 Jahre, da ist L.A. Noire auf dem Markt erschienen und hatte sogar eine sehr gute Resonanz. Go ahead, KGPL. 14 Adam, receive a detective and ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Ihr konntet im Game alles Mögliche tun. Das Game war ausgezeichnet dafür, dass ihr in Los Angeles des Jahres 1947 Verbrechen und Korruption bekämpft. Ein Spiel, das leider heutzutage nicht mehr in Erwähnung tritt und somit auch vergessen wurde. Und das hat nicht mal mit der Insolvenz zu tun oder mit der Firmenpleite oder was auch immer. Das ist einfach extrem schade für so ein Game wie L.A. Noire. This is a fist hump. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. Stupid logo. Der Entwickler Rare und der Name Rare passt hier gerade total, weil sowas auch eine totale Seltenheit ist. Das Spiel, das im Jahre wirklich 2001 veröffentlicht wurde, hieß Conker's Bad for Day. Dieses Game war eines der einprägsamsten Games zu der Zeit gewesen. Conker, ein Eichhörnchen, hatte nicht nur coole Chucks an und ein nettes Hemd, sondern auch ziemlich coole Fähigkeiten. Er konnte mit seinem Schwanz fliegen und seine Feinde killen.
Noch merkwürdiger war, dass er eine Pfanne als Gegenstand zum Schlagen dabei hat. Ebenso gibt es viel Schokolade im Spiel. Was ihn noch so auszeichnete, war das gute Geld, wenn er etwas gefunden hat. Ein Spiel, was einfach unerklärlich für die Menschheit da draußen ist und wie das vor allem vergessen werden konnte. Hallo? Dieser Erdenwurm ist in den Ruinen der Videospielgeschichte. Selbst ich, der fast alles schon gezockt hat, wusste nichts davon. Das Game ist 1994 erschienen und war ein Hit für viele Gameboy-Fans. Ja, Earthworm Jim, oder wie man es auch aussprechen mag. Ihr konntet den Regenwurm Jim spielen, der unerwartet zum Superhelden wird. Das war alles sogar so zufällig, dass plötzlich ein unzerstörbarer Hightech-Raumanzug aus dem Weltraum auf ihn fällt. Erst dann bekam er seine mega irren Animationen und wurde hyperaktiv. Die Animationen des Regenwurms waren zu der Zeit mehr als innovativ gewesen und gehört leider auch vergessen. Aber solche Ideen muss man erstmal haben. Früher hatte man Ideen, heute produziert man irgendwie nur. Welche Games kanntet ihr dieses Mal? Welche Games habt ihr vergessen? Schreibt es wie immer in die Kommentare und wir unterhalten uns.